Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gattuso, beim Clan. Wo bin ich heute? Ja, manchmal weiß ich auch nicht mehr genau, wo ich bin, aber ich bin im Clan disabled und ihr seht mich hier auf dem Donnerbengel-Account, also einer meiner Rathaus 9er oder fast Max Rathaus 9er. Zwei Level muss der King hier noch gehen und ich habe ja im Thumbnail steht ja drin, ich habe mal Mauerringe, denn die 9er hier brauchen ja relativ wenig von den Clan-Spielen. Ihr seht es auch, ich habe hier immer alle Tränke voll, ich benutze sie halt nicht und habe hier hinten sogar so ein paar Tränke, ja, achso, ja. Ich war gerade ganz verpeilt und habe hier sogar so ein paar Tränke, works nur in Home Village, leider gehen die nur da, das heißt, wenn ich 5 davon habe, verkaufe ich halt 5 und, aber ihr seht das hier, ich habe mal Mauernringe genommen und ich wollte das Geheimnis einfach vorab erstmal lüften. Wie das mit dem Mauerring hier geht, ich habe ja überhaupt keinen Plan, was Itaku ist und weiß jetzt aber schon, dass ich hier für so eine Level 6 Mauer 4 Ringe benötigen würde, aber der Donnerbengel hier ist noch nicht so lange Rathaus, was ist er eigentlich hier, Bilderhall 6 und deswegen habe ich gedacht, wir machen heute mal die Mauern, also eine Mauer auf Level 3 müsste es ja schon sein, oder? Ja, auf Level 3 kostet also einen Ring. Damit kriegen wir die schon mal in einem Rahmen, wo die Bomber nicht mehr ganz so einfach durchkommen. Und ich weiß gar nicht, 5, ich glaube, man hat ja 5 Stück. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sie noch einen höher kriege, aber ich verbrauche das Gold erstmal nicht. Das ist natürlich nicht schlecht, zumindest für solche Leute, die jetzt in ihrem normalen Dorf nichts mehr machen müssen, aber halt, sie können es halt im Nachtdorf ausgeben. Und dafür, okay, also von 3 auf 4 reicht also noch einer. Dann machen wir, glaube ich, mal diesen hier. Da reicht also noch einer. Und jetzt dürfte ich keine Mauernringe mehr haben. Ne, habe ich auch nicht. Und, okay, gut zu wissen. Also, ab hier werden sie dann teurer. Denn ich brauche dann für, also wir haben eben gesehen, wir brauchen hier für 4. Und ich glaube, ich brauchte von 4 auf 5 3. Okay, Geheimnis also gelüftet. Ja, coole Sache. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber aktuell, auch das habt ihr im Thumbnail hoffentlich gesehen, machen wir heute live Rathaus 9 Action. Denn im Moment schwächele ich so ein bisschen mit meinen Rathaus 9ern. Ich weiß nicht, ob es an den Taktiken liegt oder ob es an den guten Bases liegt. Was heißt gute Bases? Also wir liegen hier ein bisschen zurück. Ich spoilere hier noch nicht das Ergebnis. Also wir liegen noch zurück, müssen noch ein bisschen was tun. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Denn meine Base hat bisher ganz gut gehalten. Ich meine, sie ist jetzt schon gedreiert worden von einem Rathaus 10er. Fast Max Rathaus 10er. Aber ich habe heute 2 oder 3 9er Angriffe auf mich gezogen und 2 10er Angriffe auf mich gezogen. Und das ist wirklich super für eine RH9 Base, die ja jetzt auch gar nicht so hoch im Ranking ist. Also die Base ist wirklich gut, die ich mir da irgendwie ausgedacht habe oder die ich mir nachgebaut habe, so muss man es ja mal sagen, weil ich ja nicht so der Basebauer bin. Und ich habe aber aktuell für die 17 hier geplant. Für diese Base baue ich eine Truppe, bevor es dann in die Base geht. Wie ich mir das Ganze vorstelle, weiß ich auch noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht, aber ich bin mal gespannt, was raus wird. Wir wollen jetzt aber erstmal eine Truppe kurz verballern. Das ist auch immer genau die Aktivität hier. Viele fragen ja immer, Toto, was machst du eigentlich mit den RH9ern? Ja, da verballere ich in der Regel eine Truppe vor meinem Clankriegsangriff und das ist dann gewesen. Die spielen natürlich hier Events mit und machen hier ihre Clanspiele ganz, ganz, ganz brav. Aber ich farme nicht aktiv mit diesen Accounts hier. Das heißt also, ich setze mich nicht hin, so wie jetzt, suche hier relativ lange, aber ich wollte ein paar Pokale machen. Ich wollte einfach mal ein paar Pokale machen und so, dann gehen wir hier schon mal rein. Die Walküren habe ich jetzt einfach mal da reingesetzt. Wieder Clanburg, okay. Clanburg, da muss weg. Okay, Mauerbrecher hier hin. Die Walküren können ruhig außen rum gehen. Sterben mir jetzt meine Mauerbrecher da? Muss mal gerade gucken, ob mir die Mauerbrecher da jetzt gestorben sind. King muss jetzt durch die Mauer gehen, damit das hier ein bisschen weitergeht. Oder ich gehe halt hier so durch die Mauer durch. Ah, okay. Jetzt gehen meine beiden Ghoulis da auch hin. Okay. Und dann, hier unten geht das Gespamme weiter. Queen ist schon fast down. Das ist natürlich doof. Ich wollte jetzt meine Clanburg eigentlich gar nicht verwenden. Ich wollte das ganze Ding hier eben mal so rocken. Gucken wir mal. Ja, die Queen ist jetzt noch ein bisschen im Schutz da.
und zwei Heilzauber. Habe ich noch mal sehen, wie es jetzt weiter durch die Base geht. Mit den Accounts muss ich gestehen, bin ich immer ein bisschen sicherer als mit dem Chief-Account, denn mit den relativ hohen Helden hier. Ihr seht das hier, Queen geht jetzt immer noch schön durch. Und mit den relativ hohen Helden bin ich mir hier ganz, ganz sicher bei diesen Accounts hier, dass die hier irgendwas reißen. So, machen wir schon mal ein bisschen Cleanup hier. Das Dunkle kriegen wir ja in jedem Fall, denke ich mal. Queen geht jetzt in die Mitte. Ja, sieht ganz gut aus. Also typischer Truppenwegschmeiß-Angriff, ohne die Clanbook zu nutzen. Denn die brauche ich gleich in meinem nächsten Angriff. Das wird dann der Live-Angriff hier werden. Und lassen wir die noch kurz abrocken hier. Ja, einfach mal auch einen Status von diesen Accounts. Ich war jetzt schon länger nicht auf diesen Accounts drauf. Also hier auch der Donnerbengel, ja, ist natürlich aktiv, aber ihr seht das 62.000. Ich brauche noch richtig viel für den King auf 29 und habe jetzt schon, ich glaube, ich habe schon Heldenbuch. Und bei dem anderen Rathaus 9ern habe ich die Heldenbücher jetzt schon zum Heldenleveln im Nachtdorf genommen, weil ich sie halt nicht mehr brauche. Und aber da kommt es Elex gar nicht so schnell nach. Also in so einer kleinen Zwickmühle ist man immer. Mal sehen, irgendwann jemand aus dem anderen Clan hat mir mal gesagt, also wo ich mit dem Alex bin, mach doch 9,5 Toto, dann wirst nicht so ein ganzer Zehner, sondern kannst ja dann trotzdem so ein kleines bisschen weitermachen. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht wenn der Schief so ein bisschen weiter ist, dass ich immer noch ein gutes RH9 habe. Aber erstmal gefallen mir diese Accounts hier, denn die vergessen hoffentlich keine Bauhütte. Ah, ich habe noch zwei Magier da hinten. Okay. Also wir springen jetzt gleich in den Live-Angriff rein, wenn meine Helden soweit sind, wenn meine Truppen soweit sind. Und dann switchen wir hier. Wir bleiben aber auf dem Tablet. Okay, wir sind ready und ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich habe so noch nicht im Clankrieg angegriffen. Und es ist also auch für mich, einmal ist immer das erste Mal. Und ja, vielleicht kann man es in so einer Phase auch so ein bisschen mal austesten, mal antesten. Mal sehen, wie hier was wird. Ich schau mal. Ich muss mal eben gucken. Ja, wir attacken den jetzt. Ihr seht jetzt meine Armee hier das erste Mal. Und mal sehen. Ich habe noch keine Ahnung, ob so eine Armee was bringt. Deswegen greife ich jetzt auch einfach mal damit an. Und jetzt gucke ich mal, wo ich mit meinem Queen Walk starte. Ich will mal eben schauen. Da hinten ist da ist der Bombenturm. Okay, da ist der Bombenturm. Dann starten wir mal mit dem Queen Walk am Bombenturm. Wir starten hier einfach mal am Bombenturm. Und hier unten habe ich gedacht, genau dort funneln wir. So, jetzt muss ich nur hier schon mal so ein bisschen was wegmachen, damit die Queen einen anderen Weg geht. Die Queen muss links rumgehen. Die Queen muss also von euch aus gesehen, nee, von mir aus gesehen, jetzt links rumgehen. Das macht sie auch. Das ist super. Das ist schon mal super. Und dann habe ich hier jetzt schon mal meinen Funnel fertig. Hier hinten, nicht, dass ich das vergesse da. Nicht, dass ich da den Magier vergesse. So, ein Riesen da, eine ganze Masse Bola da und das ganze Gedöns hier rein. Hier soll übrigens der Sprung reingehen. Und jetzt kommen meine Valkyries hier mit hin. So, das müssen eigentlich alle sein. Und jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem hier mit der Clanburg. Aber das ist nicht so schlimm. Ich denke mal, das kriegen wir in jedem Fall irgendwo geregelt. So, gucken wir mal, wie die jetzt noch weiter da durchgehen. Ich glaube, der Sprung war ganz gut gesetzt hier an der Stelle. Und der King muss hier jetzt allerdings so ein bisschen Trouble machen. Wir nehmen hier unten die restlichen Hawk Rider mit rein. Und jetzt müssen wir einfach abwarten, wer hier wie weit wo geht. Gucken wir mal, die Queen ist da hinten noch am Start. Ich habe noch ein paar Valkyren hier in der Mitte. Allerdings kriegt die Queen jetzt schon ein bisschen Beschuss. Mein King ist hier noch mit einer, ja, noch mit einer Valkyre unterwegs. Okay, mein Hawk Rider, der hat jetzt nicht ganz so viel gebracht. Die Queen ist hier hinten noch komplett in Heilung. Aber jetzt kommt da gleich natürlich der gegnerische King. Das ist ein bisschen doof. Und deswegen muss ich sie jetzt zünden. Ah, shit. Okay, das wird nichts. Das wird nichts, weil der X-Bogen ist einfach zu weit weg. Hier unten lebt nichts mehr. Okay, war einfach mal ein Versuch, diese Taktik hier anzuwenden. Vielleicht war sie nicht ganz so schlecht. Ein bisschen unglücklich war, dass die Queen trotzdem noch außen rum gegangen ist. Ist natürlich optimaler, wenn so eine Queen mit in die Mitte reingeht, um hier ein bisschen für Trouble zu sorgen. Also bleibt es bei der 17 hier, leider beim 2-Sterner. Es ist einfach so, es ist im Moment ja so ein kleiner Mini-Fluch. Ich switch jetzt gleich mal auf den Alex, vielleicht macht der es ein bisschen besser, was ich nicht wirklich glaube. Aber gucken wir mal, ob der ein bisschen mehr Erfolg hat. Also das war, ja,
So ist das Clash of Clans Leben. Das waren leider nur 2 Sterne. Ich habe die Armee mal probiert. Ihr habt die Tage ja gesehen bei mir mit meinem etwas kleineren Account. Habe es jetzt mal hier probiert. Ist mir noch nicht so gelungen, aber ausbaufähig ist in jedem Fall. Und was willst du machen? Was willst du machen? Das ist im Moment, haben wir hier ein bisschen Pech. Wir müssen einfach unser Team so ein bisschen anders zusammenstellen, glaube ich, denn wir haben so ein paar Engies hier drin und das ist nicht gut. Das tut uns nicht gut. Wir hatten hier eine lange Zeit überhaupt keine Engineer-Accounts drin und haben eigentlich immer gute Clankriege hier gehabt, immer relativ fair, was die Rathausstufen und so anging. Das haben wir seit 2-3 Kriegen nicht. Da haben wir hier Engies mit drin, so 2-3 Stück. Die tun uns nicht gut. Die werden hier, glaube ich, dann auch fliegen, denn in diesem Clan passen die einfach nicht rein. Aber wir werden jetzt gleich auf den anderen RH9 springen und dann machen wir dort auch noch einen Live-Angriff. Und nein, ihr habt kein Déjà-vu, ich bin nach wie vor auf einem Rathaus 9er, der sieht genauso aus wie der andere, heißt nur anders und hat einen King-Level höher. Ihr seht das hier, das ist der Alex-Account, Level 29 und mit dem muss ich auch noch einen Clan-Krieg angreifen. Auch der ist hier noch nicht gelaufen, also heute ist wirklich ein Live-Tag bei mir. Und jetzt muss ich aber mal gerade schauen, wir sollen laut Clan-Mail relativ ruhig, relativ tief angreifen, um hier die letzten Sterne noch rauszuholen. Dem folge ich natürlich und wir gucken mal, was wir bei dieser Armee hier reißen können. Ich schau mal, ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Ihr seht hier meine Armee, die ich am Start habe. Ich habe die Queen am Start, ich habe ganz, ganz viele Hawks. Ich habe einen Babydrachen dabei, 2 Riesen. Mal gucken, was wir hiermit machen können. Ich muss mal eben nochmal hier reingucken. Ich konnte nämlich die Clanburg locken. Ja, das mache ich auch. Ich konnte die Clanburg locken. Ich habe, glaube ich, mal gucken, ob ich genug Cleanup dabei habe. Schauen wir mal, ob mir hier so ein bisschen mehr gelingt. Das weiß ich nämlich noch nicht. Da lasse ich mich selber mal überraschen. Und ich starte einfach mal hier mit einem Queen Walk, Level 30 Queen gegen eine Level, 8 Queen, das müsste eigentlich drin sein, jo. Das ist in jedem Fall drin, dann locken wir jetzt mal die Clanburg raus. Und da ist drin ein Drache und 2 Ballons. Ich denke mal, die werden wir auch schaffen. Gucken wir mal, wie uns das da gelingt. Ich nehme mal die beiden Lakaien hier so ein bisschen zur Hilfe mit. Ich habe meinen Wut noch nicht verbrauchen müssen. Das ist natürlich nicht schlecht und die müssten jetzt nur sterben. Nicht, dass da jetzt einer was abwirft. Macht er aber nicht. Das ist schon mal sehr gut. Und dann würde ich sagen, den Rest der Base überlassen wir mal unseren anderen Truppen. Ich gucke mal, da unten ist der King. Okay, dann starten wir jetzt hier oben mit einem Babydrachen und wir starten jetzt hier mit einem King. Mit einem King. Mit einem Riesen und ich spamme hier jetzt wirklich ganz hart meine Hawk Rider mit rein. Die Queen da unten lebt, glaube ich, noch ganz gut. Das sieht ganz gut aus. Und ich schicke allerdings jetzt mal mein King hier mit rein. Jetzt muss ich nur ein bisschen kurz mal auf die Hawks achten hier. Ah, dass die hier nicht alle in den Riesenbomben hier sterben. Das sieht noch ganz gut aus. Da unten. Dann können wir hier, was können wir eigentlich machen? Mit dem Riesen können wir eigentlich nicht wirklich viel machen. Wir nehmen die nochmal richtig in Rage hier. Die Queen. Und ich glaube, der ist uns etwas besser gelungen. Ich meine, die Base ist jetzt auch nicht ganz so stark gewesen wie die andere Base, die wir eben gesehen haben. Und deswegen glaube ich, haben wir das an der Stelle ein bisschen besser gemacht. Das ist auch eher so eine symmetrische Standardbase hier. So will ich die mal benennen. Und deswegen, eigentlich ein leichtes Fressen da unten mit der außenstehenden Queen und der King tänzelt da auch so ein bisschen außenrum. Das heißt, du hast überhaupt keine Gefahr von den Helden. Ich glaube, das haben wir hier an der Stelle ein bisschen besser gemacht. Haben sogar mein Gift noch gespart. Also so ein bisschen kann ich ja doch noch RH9. Ah, ich habe echt gezweifelt, weil die letzten Angriffe waren nicht so wirklich gut. Und die Base von Alex hier, die ist nicht gut, die muss ich umbauen, was ich sicherlich auch machen werde. Aber wenigstens kleines Update, RH9 hier und einfach mal die Mauerstücke eingesetzt. Die habe ich noch nicht probiert, also es war für mich jetzt das erste Mal, die überhaupt einzusetzen. Aber so kann man es machen und ihr seht diese Folge am Ostermontag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen, beziehungsweise genießt noch diesen letzten Feiertag. Bis dahin, euer Toto. Flasht.